Im Museum Burg Posterstein gibt es eine neue Sonderausstellung. Seit dem 2. August geben Peter Zaumseil und Ludwig Laase Einblicke in ihr Schaffen. Die Schau für die Mitarbeiter des Hauses etwas ganz Wichtiges. Aufgrund der allgemein bekannten Lage mit der Pandemie überhaupt nicht wussten, ob die Ausstellung stattfinden kann oder nicht. Geplant war sie ja schon lange, soll ja auch schon im Mai stattfinden. Und jetzt haben wir uns eben auf einen neuen Modus verständigt. Und der trägt den Anforderungen des Hygienekonzeptes Rechnung. Statt einer gibt es am Nachmittag des 2. August 3 Gesprächsrunden mit begrenzter Teilnehmerzahl. Der Zugang zur Galerie bleibt ebenfalls limitiert. In einer Doppelausstellung unter dem Motto Wir werden 125 sind in der Galerie des Museums noch bis zum 15. November Malerei, Holzschnitte, Grafiken und Keramiken zu sehen, die teilweise speziell für die Schau in Posterstein geschaffen wurden. Die Sonderschau setzt sich auch im Obergeschoss der Burg fort. Hier wurden Werke beider Künstler in die Dauerausstellung eingefügt. Und zwar so, dass sie vom Betrachter nicht selten erst auf den zweiten Blick erkennbar sind. Für die Besucher bietet die Ausstellung auch einen Einblick in das Schaffen der Künstler. So macht ein Film mit dem Leben von Ludwig Laase in seinem Künstlerhof in Obergeißendorf bei Weida vertraut. Ein weiterer Film informiert über das Entstehen von Holzschnitten im Atelier von Peter Zaumseil im vogtländischen Elsterberg. Speziell für diese Ausstellung haben Ludwig Laase und Peter Zaumseil Kunstwerke für den Verkauf geschaffen. Die sind bis zum Ende der Sonderschau auf Burg Posterstein erhältlich. Geöffnet hat das Museum täglich, außer montags.